Hallo und willkommen zu diesem Video über den zweiten Tag hier bei den deutschen Jugendeinzelmeisterschaften in Willingen. Mein Name ist Christoph Silecki, ich bin internationaler Meister und kümmere mich hier bei der deutschen Jugendeinzelmeisterschaft um die Partienkommentierung jeden Tag und mache immer ein Highlight-Video, und das ist das Highlight-Video zu Tag 2. Ich zeige uns ein paar interessante Stellungen, die man auch ein bisschen als Aufgaben nehmen kann. Dann auch gerne mal das Video anhalten und selber überlegen, was gute Lösungen wären hier für die Seite, die jeweils am Zug ist. Fangen wir mal an hier mit der U18W. Hier in der dritten Runde, die wir uns angucken, gab es noch zwei Spielerinnen, die beide Partien gewonnen hatten. Hier Sarah Pegler und Julia Bui. In der Partie hatte Sarah die weißen Steine, und die Stellung, die wir auf dem Brett haben, ist nach 17 Zügen entstanden und sehr, sehr angenehm für Weiß. Wir sehen schon, dass hier die H-Linie geöffnet ist und beide Türme hier aggressiv postiert sind. Ja, Julia muss sich hier verteidigen und steht schon sehr schwer unter Druck. Es ist auch gar nicht so richtig ersichtlich, wie genau hier sich Schwarz noch verteidigen soll. Sie hat versucht, hier den Springer zu beseitigen auf F3, weil Springer G5 sicherlich auch eine Drohung war. Ne? Also der Springer hier hätte auch noch hinzukommen können vielleicht, und deswegen hat sie den rausgenommen hier. Läufer nimmt natürlich zurück, und jetzt kam der Zug Dame D6, um die Türme hier mal zu verbinden. Ja, und hier diese Stellung kann man als kleine Aufgabe nehmen. Wie soll Weiß jetzt hier den Angriff entscheidend verstärken? Es gibt einen Zug, der hier sehr, sehr überzeugend ist und die Partie ja eigentlich schon entscheidet. Gerne mal gucken, es ist keine Taktik, sondern es geht darum, die Figuren entscheidend zu verbessern. Eine Figur spielt noch nicht so richtig gut mit bei Weiß, das ist der Läufer. Der Läufer kann aber hier mit Läufer D1 hier sich schön umgruppieren nach B3, und da steht er perfekt und gibt ein super gefährliches Schach auf der Diagonalen. Und so kam es auch. Schwarz kann dagegen gar nichts mehr machen. C5 wurde noch gespielt und jetzt hier das Schach. Und wir sehen, Schwarz kann keine Figur sinnvoll dazwischen ziehen und versucht noch hier den Bauern nach C4 zu spielen. Nach dem Schlagen aber droht Weiß jetzt C5 Abzugschach. Ja, mit Angriff hier auf den König, das ist das Schach. Und dann gleichzeitig auf Springer und Dame. Und hier kann Schwarz nichts mehr machen. Nach Dame C5, Läufer E3, Dame B4, C5 Schach. War noch Springer C4 möglich, aber nach Dame E2 ist hier nichts mehr zu machen. B5, Springer B5 und Schwarz gab auf. Ja, das war dann der dritte Punkt, der dritte Sieg in Serie hier für Sarah Pegler, die damit alleine im Turnier führt, mit 3 aus 3. Ja, und hier sicherlich, wie man sieht hier schon nach 17 Zügen, eine sehr erfolgreiche Eröffnungsbehandlung, ne, wo Schwarz schon kaum noch sich verteidigen konnte. Wir gucken uns jetzt mal was an aus der U18, der offenen U18-Meisterschaft, wo... Also offen heißt, beide Geschlechter können teilnehmen. Es sind aber diesmal nur Jungs am Start. Wir hatten auch schon so gemischte Felder in den letzten Jahren. Wir gucken uns die Partie dort am Spitzenbrett an, zwischen Alexander Suvorov und Oliver Storck. Beide sind in den vergangenen Jahren schon deutsche Meister gewesen und kämpfen hier auch wieder um den Titel mit hier. Die hatten beide auch die ersten beiden Runden gewonnen, also weiße Weste. Diese Stellung ist entstanden nach 17 Zügen. Der Alexander hat gerade hier was auf C5 zurückgeschlagen. Und wenn man kurz durchguckt, Schwarz hat einen Bauern weniger, Oliver Storck. Und er würde gern den Bauern hier auf D5 zurückschlagen. Das geht aber im Moment noch nicht. Das sind jetzt hier kleine Taktiken. Springer D5 ist noch ziemlich leicht zu sehen, dass das problematisch sein kann. Hier wegen dem Schach auf H7. König nimmt und Dame nimmt den Turm. Weiß gewinnt eine Qualität. Witzig ist, dass der Zug Dame schlägt D5
aus dem gleichen Grund auch nicht geht. Hier geht nämlich auch Läufer A7. Ja, das ist wieder die Qualität. Und der Springer kann natürlich auch nicht nehmen, weil dann sogar die Dame weg ist. Also das ist ein lustiges Motiv. Läufer A7 Schach gewinnt hier entscheidend Material. Das wurde natürlich hier gesehen in der Partie. Ich hatte es nicht gesehen. Ich hatte Dame D5 vorgeschlagen heute in unserer Live-Übertragung. Ja, Turm D8 hat der Oliver hier gespielt und das ist viel besser. Nach Turm E1 und Turm D5 hatte er den Bauern zurückgewonnen. Wenige Züge später, wir springen mal dahin, kam es zu dieser Stellung. Die Stellung ist materiell ausgeglichen. Ne? Beide Seiten haben den Bauern kassiert. Weiß hat den A7 hier genommen und Schwarz den H3. Ja, und hier musste man jetzt sehr genau spielen, taktisch sehr genau. Und das ist dem Oliver hier nicht gelungen. Der Zug, der kam, war Läufer E6. Ich zeige mal kurz, wie das in der Partie war. Läufer E6. Dame schlug B7. Ne? Keine Angst, Bauern werden genommen, wenn man nicht sieht, warum es nicht geht. Und nach Springer G4, Dame C7, war die weiße Dame hier noch ja, nah genug, ne, um hier ein bisschen mitzuverteidigen auf A2. Und Weiß hat später die Partie gewonnen durch Vorziehen der Bauern. Also am Ende hier hat das hier für Weiß zum Sieg gereicht, dass die Bauern vorgelaufen sind. Man hätte hier nach Läufer F1 mit Schwarz ausgleichen können, aber es war nicht einfach. War eine Frage von präziser Berechnung. Der beste Zug scheint hier Läufer G4 zu sein. Und das ist nicht so einfach zu erkennen, weil nach Turm E8, Springer E8, es etwas schwierig für Schwarz aussieht, nach Dame B8 diesen Springer hier zu halten. Ein Zug, der wirklich nicht leicht zu beantworten ist, aber wenn man jetzt hier so im Nachhinein in die Analyse reinschaut, stellt man fest, dass Schwarz den Springer gar nicht decken muss. Schwarz könnte hier schlagen auf F3, Dame E8, König nach H7 und hier ist alles in Ordnung bei Schwarz. Da Weiß hier den Läufer nicht nehmen kann, weil Turm G5, Schach, G2, Dame F3 sogar für Schwarz gewinnt. Das heißt, der Knackpunkt war, dass man hier erkennen musste, nach Läufer G4 und dem Tausch Dame B8, dass das gar nicht so schlimm ist, dass der Springer hier auf E8 ja so unglücklich steht, weil Läufer schlägt F3 halt hier für Schwarz taktisch gerechtfertigt möglich ist. Als er das nicht gefunden hat und Läufer E6 dann zog, war es schon sehr schwer, ne, mit den beiden Bauern hier, die Weiß hatte. Und am Ende dann Sieg hier für Alexander Suworow, der als einziger dann in der U18 noch die bestmögliche Punktzahl 3 aus 3 hat. Wir wollen uns aus der U18 noch eine zweite Stellung anschauen. Und zwar diese hier. Zwischen Kasimir Lieberwirth mit Weiß und Taron Khachatrian. Ich hoffe, ich habe es nicht zu falsch ausgesprochen. Ja, Weiß hat als letzten Zug hier A4 gemacht und den schwarzen Bauern hier auf B5 angegriffen. Wenn wir uns jetzt das aus schwarzer Sicht mal überlegen, und das ist jetzt eine tolle Aufgabe, ja, Schwarz zieht und ja, gewinnt, ja, tatsächlich. Schwarz hat hier eine Fortsetzung, die Partie bei bestem Spiel danach, das ist nicht so einfach, gewinnen würde. Ja, guck mal rein, das ist jetzt keine simple Geschichte, überhaupt nicht. Man muss tiefer reingucken und sich überlegen, wie es auch zwei, drei Züge später noch weitergeht. Also eine anspruchsvolle Aufgabe. Wie hätte Schwarz hier spielen können? Er hat es nicht gemacht. Ja, also der Gewinnzug oder der Start der Gewinnidee ist tatsächlich Springer F4 Schach. Was ist die Idee des Zuges? Der Turm steht hier auf G8, also guckt hier indirekt den weißen König an und Springer F4, ja, ne, ist eine Gabel hier auf die König und Dame. Oh, jetzt habe ich aber völlig falsch gemalt. Also gabelt hier, ne, Schach und greift die Dame an, sollte also geschlagen werden. Und nach GF sieht man, dass jetzt plötzlich hier eine Menge Druck
auf der weißen Stellung ist. G4 ist jetzt angegriffen durch Springer und Turm. Und ganz wichtig, im Hinterhalt hier ist der Läufer auf A7, der super stark ist. Und tatsächlich ist Weiß nicht mehr in der Lage, diese Stellung zu verteidigen. Wenn der Bauer G4 gedeckt wird mit F3, kann Schwarz bereits mit Springer schlägt G4 hier zuschlagen, nimmt und dann Dame H4. G4 kann man hier nicht mehr decken und dann im Zusammenspiel mit dem Läufer setzen dann Turm und Dame matt oder gewinnen alles an Material. Es ist bemerkenswert, wie schlecht diese Figuren hier sind von Weiß. Ja? So diese Läufer, Springer, die stehen wirklich nur als Beobachter in der Gegend rum und der weiße König hat einfach keine Hilfe. Ne? Ist einfach den schwarzen Angriffsfiguren hilflos ausgesetzt. Ja, das ist sehr, sehr stark hier, Springer F4. Ne? Hiernach gibt es keine Verteidigung. F3 geht nicht und Weiß hat auch keine wirklich tolle Alternative hier. Wenn zum Beispiel jetzt man versucht, hier den Turm einzusetzen, kommt Springer, schlägt G4 und jetzt drohen halt haufenweise Abzüge. Springer hier, Springer E3, das ist tatsächlich nicht zu verteidigen. Der schwarze Angriff ist zu stark. Das ist allerdings hier nicht ganz trivial. Also wenn Weiß nach F1 geht zum Beispiel, dann ist in der Vorausberechnung nicht offensichtlich, dass es schon gewinnt. Allerdings kann man natürlich sich vorstellen, dass der schwarze Angriff hier sehr stark ist. In der Partie ist nach A4 der Zug, wie gesagt, nicht gekommen. Schwarz hat B4 gezogen und nach Turm H1, also Weiß hat hier den Turm auf die offene Linie gebracht und den Bauern angegriffen. Erst hier hat Schwarz jetzt Springer F4 gezogen. Vielleicht ist ihm dann später, also nachdem er B4 zog, aufgefallen, dass diese Idee in der Stellung ist und hat sie dann hier doch angebracht. Das ist allerdings jetzt nicht mehr so überzeugend, weil Weiß halt im Vergleich den nützlichen Zug Turm H1 bekommen hat. Ja, in der Partie kam jetzt König F1 und Springer schlägt G4. Und hier war der schwarze Angriff gefährlich, aber nicht so stark, nicht unmittelbar gewinnbringend. Es war allerdings für Weiß praktisch ganz, ganz schwer, hier die Stellung zu verteidigen. Und es ist tatsächlich ziemlich schnell hier für Weiß bergab gegangen. Nach Dame F3, Springer F2 und dann, ups, Turm G3 stand Schwarz auf Gewinn und hat letzten Endes auch die Partie für sich entscheiden können. Ich zeige es jetzt nicht komplett, es sind noch einige Züge gespielt worden. Verzeihung. Ja, eine tolle Angriffsidee hier, ne, mit Springer F4. So, hier war es noch stärker als in der Partie. So, dann möchte ich mal einen Blick auf eine Partie in der U16W werfen. Auch ein Spitzenbrett zwischen Elina Häutling und Spitzenpartie, Elina Häutling und Christine Dietz. Wir gucken uns diese Stellung an nach 24 Zügen. Eine sizilianische Verteidigung war das, wo noch alle Figuren auf dem Brett sind. Ganz komplizierte Stellung. Schwarz hat gerade Springer nach C6 gespielt und guckt sich hier diesen Läufer an. Ja, Weiß möchte hier den Läufer vermutlich nicht tauschen und zieht ihn deshalb hier zurück nach E3. Der Zug ist auch noch völlig in Ordnung. Allerdings nach Läufer B4, das war jetzt die schwarze Antwort, Aufbau einer Fesselung, musste Weiß die richtige Fortsetzung finden. Und hier haben wir das mal live gesehen, heute in der Übertragung. Wir, das waren dann Großmeister Andreas Heimann und ich, wir haben gesehen, dass Weiß hier die Elina nicht mehr viel Zeit hatte. Und das ist hier ein Problem. Man muss jetzt hier ziemlich genau verteidigen, sonst kommt man in Schwierigkeiten. Die beste Verteidigung wäre jetzt hier gewesen, Turm nach C2 zu spielen, also den Turm wegzuziehen. Das Problem war sicherlich, dass nach dem folgenden Zug Springer C5 sie vielleicht nicht gesehen hat, wie sie das machen soll hier mit dem B3-Bauern. Der ist angegriffen und nicht so ganz leicht zu verteidigen. Es gibt aber
noch eine akzeptable Verteidigung für Weiß. Das wäre der Zug Springer A2. B3 hängt nämlich tatsächlich gar nicht, weil darauf der Zug Turm B2 plötzlich für Weiß gut ist. Ne? Der Springer B3 ist angegriffen, wenn er sich bewegt, ist B4 weg. Also hier wäre Turm C2 richtig gewesen und hätte tatsächlich die Stellung noch ganz gut in der Balance gehalten. Deutlich schwächer war allerdings der Zug Dame D3, der schon mit wenig Zeit auf der Uhr, ich denke unter 2 Minuten war das, gemacht wurde. Die starke Antwort war von der Christine Springer C5. Greift die Dame an und jetzt hat Weiß nur noch die Wahl zwischen zwei wirklich schlechten Szenarien. Einer Variante, die materiell schrecklich ist, das wäre der Damenzug gewesen hier. Danach kann Schwarz halt auf C3 nehmen und dann auf E4, was unterm Strich natürlich durch die Gabel hier die Qualität kostet. Das konnte sie also nicht machen und war dann zum Schlagen auf C5 genötigt. Das hat man wirklich im Bild gesehen, den wollte sie nicht spielen, aber naja, was will man machen? Ne? Man will nicht die Qualität abgeben. Läufer schlägt C5 und jetzt die richtige Antwort, B schlägt C5, öffnet dann dem Turm die Linie und mit Springer A5 kriegt Schwarz ordentlich Druck gegen den B3-Bauern. Nach Dame C2, Springer A5, wird das auch sofort das Riesenproblem hier. Turm D3, Läufer C3. Ja, und hier hätte man Turm schlägt C3 noch probieren müssen. Ne? Es kam allerdings Dame schlägt C3. Ich will mal kurz zeigen, was nach Turm schlägt C3 möglich ist. Hier sollte Schwarz nämlich Springer schlägt B3 spielen und sofort durchbrechen am Damenflügel. Springer B3, Turm B3 und Läufer A4. Schwarz wird hier eine Qualität noch bekommen, hat dann Turm und 2 Bauern für 2 Leichtfiguren und relativ leichte Gewinnstellung. Also die Variante kann man noch ein bisschen tiefer gucken. Zum Beispiel Turm B1 und Schwarz wird am Ende hier einbrechen auf der B-Linie mit dem A-Bauern. Das ist total gewonnen auch. In der Partie kam Dame C3 und nach Turm B3 ging der Damenflügel so verloren. Also so ging es weiter und ja, Schwarz gewann locker. Und steht mit 3 aus 3 an der Tabellenspitze. Ja, also starke Partie von Christine Dietz. Das mal eine Partie aus der U16W. In der Altersklasse darunter, aus der in der U14W, möchte ich kurz 2 Positionen zeigen. Einmal hier in der Partie Saskia Pole mit Weiß gegen Frieda von Beck. Saskia hat hier eine sehr gute Stellung, weil die schwarze Bauernstellung hier schon ziemlich ramponiert ist. Dieser Doppelbauer hier, der auch dem Läufer die Sicht nimmt, ist für Schwarz ein großes Problem. Sie hat das jetzt aber schön umgesetzt. Eine gute Stellung haben ist eine Sache, aber dann auch den Punkt daraus machen, eine andere. Der Springer auf D4 sieht hier eigentlich hübsch aus, steht in der Mitte des Brettes, aber es gibt noch eine bessere Position für den Springer, nämlich auf D5. Springer C2 leitet die Umgruppierung ein Richtung D5. Schwarz mit dem Springermanöver möchte das Feld nochmal hier decken. Aber Weiß hat natürlich noch mehr Möglichkeiten und spielt jetzt hier B4 mit der Idee C5. Und das ist sehr schön. Hier der Läufer auf G3 in Verbindung mit dem C-Bauern entscheidet jetzt die Partie im Schnellverfahren A5 und C5. Das war der Plan. Und Schwarz kann das hier nicht mehr verteidigen. Der Bauer auf D6 fiel und Springer D5 war ja die Idee. Wenige Züge später hat dann auch hier Schwarz aufgegeben. Was heißt, dass Saskia immer noch alle Partien bisher gewonnen hat. Sie ist aber nicht die Einzige, die noch eine weiße Weste hat hier in der Altersklasse U14W. Wir sehen auch gleich mal die andere Spielerin, die auch noch alle Punkte möglichen Punkte hat. Das ist hier Jaroslava Sereda. Die beiden werden auch dann morgen gegeneinander spielen. Wie hat Jaroslava denn gewonnen? Ja, wir sehen hier die Partie
Sereda gegen Vogt. Turm E2 war der letzte schwarze Zug. Und jetzt ist die Frage, wie soll Weiß denn damit umgehen, dass der C-Bauer da auf C2 angegriffen ist. Ne? Schwarz greift den Bauern an. Ja, und hier gibt es eine viel schönere und stärkere Lösung, als den Bauern jetzt irgendwie ja, passiv zu decken mit Turm C1, so etwas. Es gibt was Schöneres, was Stärkeres. Ja, Jaroslava spielt hier den Zug Turm E1 und sagt, okay, kannst den Turm tauschen auf E1, aber dann wird wohl der A-Bauer hier das Rennen machen. Also Schwarz möchte den Bauern zurück und nimmt auf C2. Was Schwarz richtig gesehen hat, ist, dass der Springer auf E8 zwar mit Schach hängt, aber nach Turm E8, König F7, ja hier auch Turm C1 eine Idee ist. Das heißt, Weiß kann jetzt nicht sich auch noch den Läufer schnappen, weil das ist leider matt. Also, na Gott, man kann den noch machen, aber dann matt. Das heißt, dass in der Situation Weiß mit einem angegriffenen Turm und einem angegriffenen Springer ein Problem hat. Schwarz steht hier völlig okay und bekommt die Figur zurück. Das war aber gar nicht die Idee von Weiß, als sie den C2 abgegeben hat. Jetzt kam nämlich ein ganz anderer Zug, Läufer nach C3. Ja, und wenn man das jetzt nochmal anschaut, der hängt immer noch mit Schach. Deswegen wurde der Springer jetzt auch gedeckt. Aber jetzt erkennt man, dass der Turm auf C2 überhaupt gar kein Feld mehr hat. Er kann nirgendwo mehr hinziehen und nach Springer D3 drohte jetzt Springer B4 mit Turmfang. Und was soll Schwarz dagegen machen? Es geht einfach nichts mehr dagegen. Weiß steht auf Gewinn, weil der Turm nicht mehr wegkommt. D4 wurde noch versucht, Springer B4. Und jetzt musste Schwarz hier die Qualität abgeben. Aber steht hier total auf Verlust. Also der C-Bauer ist dann auch noch gefallen, konnte nicht mehr verteidigt werden und Weiß hat die Partie danach gewonnen. Es sind noch einige Züge notwendig, aber es passiert nichts Spannendes mehr. Morgen sehen wir dann da ein Duell zweier Spielerinnen, die alle drei gewonnen haben. Sereda gegen Pole. Ja, sehr gute Partien hier in der Altersklasse U14W. So, dann gehen wir nochmal weiter und das ist dann mein letztes Beispiel aus diesem zweiten Tag. Das ist eine Partie in der U10W-Konkurrenz zwischen Cosima Wagner und Paola Cecchini. Da sind wir sogar schon in Runde 4 und auch das hier ein Duell von Spielerinnen, die alle Partien gewonnen haben. 3 aus 3 vor dieser Partie. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie es hier weiterging in dieser Stellung, die nach 22 Zügen entstanden ist. Ja, Weiß hat hier einen sehr deutlichen Vorteil, ne, durch die Situation, dass dieser Bauer auf F6 hier so stark ist, nimmt immer dem König hier wichtige Felder weg und Weiß hat hervorragende Angriffschancen. Aber wie genau soll Weiß jetzt hier daraus auch einen Gewinn machen? Das ist gar nicht einfach. Weiß hat verschiedene Ideen. Aber was hier Cosima gespielt hat, ist sehr stark, nämlich einfach hier den Durchbruch mit einem Qualitätsopfer forcieren. Also, der Läufer wurde einfach geschlagen, F schlägt E6 und jetzt F7. Das ist eine interessante Idee. Warum nicht so den Bauern noch weiter vorbringen? Der ist ja ganz kurz vor der Umwandlung. Gut, der Turm ist angegriffen, hier auf G8 und Schwarz hat ja keine großen Alternativen. Wenn der Turm vor den Bauern geht, ups, ist sofort matt. Also bleibt nur Turm nach G7. Tja, jetzt kann man noch nicht gewinnbringend einziehen, weil Turm und Dame noch da drauf stehen. Deswegen spielt sie auch Dame F6 und droht das jetzt. Es droht F8 einzuziehen und zu gewinnen. Ja, und stellt sich raus, dass Schwarz hier gar keine richtig gute Verteidigung dagegen hat. Der beste Zug wäre jetzt noch Turm F8 gewesen. Es kam aber Dame F8. Und hier gibt es jetzt verschiedene gute Fortsetzungen für Weiß. Was sie gemacht hat, ist schon ziemlich stark. H4 holt noch einen Bauern ran, der Idee noch weiter H5 zu spielen. Es war auch schon möglich, allerdings deutlich schwieriger zu sehen,
dass hier schon Läuferschicht G6 möglich war. Läufer G6, weil nach HG, ich muss mal gucken, war das jetzt die Variante, ehrlich gesagt, vergessen, dass da war eine Gewinnvariante und dann so, so und dann kommt der Turm, glaube ich. Ja, das war schwer zu sehen, eine lange Variante. H4 ist aber ein starker Zug, gibt einfach noch eine weitere Einheit in den Angriff. Turm C8 wird gespielt. Dame schlägt E6. Ja, und hier hätte Schwarz hier Paula das noch besser verteidigen können durch Wegziehen des Turms, also Turm D8. Ne? Ist aber so, dass nach einem Zug wie Dame E5 es sehr schwer ist für Schwarz überhaupt einen Zug zu machen. Ne? Turm ist hier gefesselt, Dame kann auch nicht ziehen. Ja, also Weiß steht hier auch auf Gewinn. Nach A5, was sie dann hier gespielt hat, war es aber für Weiß dann einfacher zu gewinnen. Und Cosima Wagner hat das auch gesehen, nämlich einfach den Turm nehmen, weil nach Dame schlägt F8 Dame, Weiß ja eine neue Dame kriegt. Und am Ende dieser ganzen Variante bleibt Weiß mit einer glatten Figur mehr über und gewann dann auch ganz souverän. Es dauerte noch einige Zeit. Hier wird oft noch zu matt gespielt, hier auch. Ne, bis zu matt wurde gekämpft, Zug 70. Aber keine Chance mehr für Schwarz. Ein schöner Sieg hier für die Weißspielerin. Ja, das waren meine Highlights hier. Ein paar nette Momente heute vom zweiten Tag der DM. Morgen am dritten Tag gibt es nur eine Runde. Auch mal ganz nett. Ja, gerade die U10-Konkurrenz hat schon zwei Doppelrunden gespielt. Morgen nur eine Runde, die um 9 Uhr früh beginnt und dann ist nachmittags mal Zeit für ein bisschen was, was nicht Schach ist, für alle hoffentlich. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und morgen gibt es wieder ein neues Video dann zum dritten Tag und natürlich auch eine Live-Show ab 9 Uhr morgens. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.